So, und jetzt wird es Ja. wahrscheinlich gleich wieder ganz furchtbar in den Moment. Optionen, Video-Settings, minimal. Danke. Boah. Ich habe gerade So. so noch 30 Frames. Jetzt geht's richtig ab. Ja, Eieieiei. ich sehe gerade, ich bin bei 19, aber es geht noch so. 20. Moment, Hi, Jungs. ich mach auch mal den Sound aus, damit das hier nicht die ganze Zeit, während ich hier am Erzählen bin, rumquakt. So. Ja, wie gesagt, wie man den machen Oh, meine kann, Fresse. gehe ich mal kurz nach oben. Wir 34 Frames, schlimm. haben ja den Soul Shards Mod drauf, mit dem wir dann mit Diamanten im Soul Forge, der oben steht, und mit Corrupted Essence uns die Soul Shards machen können und uns die dann auch halt, ja, die müssen dann, einer davon müsste dann einer in die Hotbar, damit zieht man dann los, prügelt sich einen Mob und dann wird der Soul Shard kodiert mit dem Mob. Und für jeden Mob, den man umklatscht, kriegt man eine Seele. Es sei denn, man hat halt einen Vile Sword mit dem Soul Stealer Enchantment, dann kriegt man dann halt Richtig. dementsprechend mehr. Und hier habe ich Wie viele jetzt, Seelen mussten rein in den Stein? um die zu kriegen, die wir jetzt hier haben, mussten es 1024 sein. Das gibt dann einen Tier 5 Soul Shard, der dann sowohl erlaubt, den Spawner dann in jeder Welt zu machen und nicht nur in der Welt, In der man die in der man Monster die, sind. genau, in der die natürlich vorkommen. Sonst, ich glaube, von Tier 1 bis 3 könnte man den Blaze Spawner dann nur im Nether platzieren. Ab Tier 4 kann man ihn dann auch in der Oberwelt hinsetzen. Und ab Tier 5 ist es dann so, man kann ihn überall hinsetzen. Der Spawner ist immun gegen Sonneneinstrahlung. Das heißt, er spawnt auch selbst, wenn er im Tageslicht ist. Und er ist, wie wir ihn hier halt benutzen, auch Redstone-fähig. Das heißt, wir können ihn mit einem Redstone-Signal ein- und ausschalten. Jupp. Oh, mei. So, und dann geht's direkt weiter. Unser Enchantment Turtle. Ich wollte ja eigentlich nicht drauf eingehen. Moment, jetzt muss ich mich mal eben kurz. Ah, richtig hinsetzen. Oh, da knarzt es wieder. Wollte ich eigentlich nicht drauf eingehen, aber da gab es ja ein paar Anfragen zu und darum gehe ich doch mal drauf ein. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal rein. Wie man sieht, es hat sich ein bisschen was geändert an der Anzeige, weil ich habe nebenbei auch noch daran rumgespielt. Das gehen wir jetzt mal dabei, sagen Steuerung T, terminieren unser Programm und gehen mal in Edit E-Books rein. Ich habe das Programm auch mal umbenannt. So. Und hier sehen wir jetzt unser Programm zum automatischen Enchanten der Bücher. Im Einzelnen, Uiuiui. das Enchanten funktioniert ja nur deshalb, weil wir Misc Peripherals mit dabei haben. Das heißt, zusätzliche Peripheriegeräte für Turtles aus Computercraft. Und um das Ganze nutzen zu können, müssen wir oben in der ersten Zeile als erstes mal sagen, M ist gleich Peripheral gleich Warp Right. Das heißt, das Ding sitzt auf der rechten Seite und er weiß und alle Funktionen, was man dann damit machen kann, mit dem Peripheral, werden über den Aufruf M möglich. So. Und als nächstes kommt dann halt auch direkt der erste Befehl, der auch interessant sein dürfte für diejenigen, die wissen wollen, wie man nur mit dem Turtle XP sammelt. Das ist M.SetAutoCollect True. Effektiv reichen diese beiden Zeilen schon aus, wenn man mit dem Turtle nur XP sammeln möchte und den ganzen Rest nicht. Das heißt, man schreibt ein kleines Startup-Programm oder macht es direkt über die Lua-Eingabe, die man in den Turtles und Computercraft machen kann. Und gibt ihm halt Befehlszeile die erste ein, indem man das Peripheral zuweist und die zweite mit dem Befehl Set Auto Collect True. Und schon sammelt das Ding fröhlich vor sich hin. Ich glaube, in einem Bereich von 5x5x3, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, XP ein. So. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann gehen wir unten halt hier eine lokale Variable mit Current Level gleich 0, die wir dann später brauchen. Und dann kommt die Funktion Enchanted Books, die ich im Vergleich zu dem Quellcode von Direwolf 20 ein bisschen abgeändert habe, weil es mich genervt hat, dass, wenn das Ding keine Bücher mehr drin hat, ewig das Programm abscheißt. Ja, in der Zeile hier halt Turtle Select One. Mit Turtle Select sagt man dem Turtle, welchen Slot er aus dem Inventar des Turtles auswählen soll, in diesem Fall halt den ersten. Hier eine auskommentierte Zeile, weil ich Probleme hatte, dass er zwei Bücher gleichzeitig zieht, was ich nicht haben wollte.
Und dann hier die Abfrage, die ich eingefügt habe mit if Turtles suck down, logisch gleich true. Das heißt, also wenn die Funktion true zurückgibt, dann soll er den nachfolgenden Kommandoblock machen. Hier auch nochmal den kompletten Kommandoblock. Turtle, drop, bla bla bla, count 1 minus 1, hups. So. 1 minus 1 und dann halt m.enchant mit 30 Leveln. Mit der Zahl, die man hinten reinschreibt, gibt man halt an, mit wie viel Level die drin sind, genutzt werden zum Enchanten und dann das Buch wieder zurückschmeißen. Und dann halt danach die Else-Abfrage, der Else-Abgriff dazu, wenn es halt Force zurückgibt, weil Turtle Suckdown halt eine Boolean ist, soll er einmal schreiben, dass er keine Bücher mehr hat und für 10 Sekunden schlafen gehen und dann geht er da auch wieder raus. Und jo. Weiter. Ja, und unten halt der eigentliche Ablauf von dem Ding, die Wildschleife mit Current Level gleich mget Levels. Das heißt, mit mget Levels gibt da einem aus, wie viele Level er schon eingesammelt hat. Schreibt das Ganze aus, macht dann die Abfrage, ob er schon 30 Level hat oder mehr. Ruft dann das Enchant Books auf und ansonsten schläft er für 10 Sekunden. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Programm. Und da ich das jetzt noch ein bisschen verändert habe und da ja, ich glaube, auch Herr Hofmann war das. Genau, Kevin war das. Der da Probleme mit hatte, sagen wir nochmal Save und sagen wir nochmal Exit. Sage ich jetzt mal Pastebin. Moment, welche Befehle gab es da? Okay, warte. Pastebin Help. Ich soll es vielleicht nochmal richtig schreiben. Erf, was mache ich denn hier? Ja, ich kann schon nicht mehr tippen. Pastebin. E-Books. Ach Gott, wie war denn jetzt der Aufruf für Pastebin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Asche auf mein Haupt. Okay, ich mache es so. Ich werde nach der Aufnahme mal gucken, wie der Pastebin-Befehl richtig war. Und werde dann den Namen und den Code, den ihr braucht, um das Ganze von Pastebin zu laden, weil das geht nämlich mit dem ganzen Spaß. Sollte es zumindest sein, denn es ist nach dem Update rausgekommen. Naja, wir werden sehen. Ich werde das Ganze in die Beschreibung zu diesem Video reinschreiben. Und ihr könnt euch das dann, wenn ihr das haben wollt, direkt von Pastebin in eure Turtles laden. Und jetzt machen wir einfach mal einen Restart. Ja. So. Da läuft er wieder. So viel dazu. Verdammt, wie konnte ich das nur vergessen? Asche auf mein Haupt. Hey, du weißt doch, du kannst das wenigstens deswegen. Die Anfragen kamen ja da auch am Anfang bei mir an. Leck. Und da konnte ich ja nicht sehr viel sagen, außer dass ich noch wusste, dass das mit diesen Blaze-Shard ging. Aber ja, jetzt hast du es ja wenigstens mal sehr gut erklärt. Ich hoffe. Ich hoffe, dass das auch, also ja. Wenn man das sich zu. Ich sag mal so, man kann es sich ja zur Not pausieren und nach durchhören, so wie man es braucht. Ja, im Zweifelsfall das. Und wie gesagt, ich werde dann nochmal das Ganze, wie gesagt, für die Videobeschreibung fertig machen. Dass mir das jetzt entfallen ist, wie das mit Pastebin geht. Jetzt bin ich aber echt. Ach, meine Güte, kann passieren. So, achso, jetzt bin ich ja wieder oben. Jetzt kann ich ja den Sound mal wieder anmachen. Ja, ich bin ja schon geflohen. Und die Partikel auch wieder anmachen. Ich habe mir in der Zwischenzeit erstmal wieder was Schönes gebaut. Jetzt habe ich auch 3 Rucksäcke. Und wie man sieht, zwischenzeitlich hatte ich wieder Langeweile und ich muss sagen, ich habe nochmal 9 Laser geedit und der Assembly Table ist mir immer noch zu langsam. Ernsthaft. Das ist. Ah, ja. Man könnte ja sagen, also Kevin ist ein fleißiger Zuschauer, müssen wir mal festhalten. Ach ja. Härtestes Anstarr-Battle aller Zeiten. Ja, genau. Diese beiden hier, Haben sich sehr gern. Da wir in unserem Dorf praktischerweise 2 Mistcraft-Villager gespawnt gekriegt haben, habe ich mir die da gleich mal rausgeholt, habe die hier reingesetzt und seitdem starren die beiden sich durch die Wand an. Also, es ist der Wahnsinn. Gucken, kann ich ihn kurz ablenken? Ja, ich kann ihn ablenken, er guckt mich an. Hey! Hey Kollege, ja, hier bin ich, guck mich an. Aber das dauert nicht lange, dann drehen die beiden sich wieder um. Dumms, er guckt schon wieder. Und? Er dreht sich auch gleich um. Genau. Und zack. Und schon geht's weiter. Die beiden haben mich. Du musstest die beiden ja auch durch eine dicke Mauer trennen. Sie haben sich doch so lieb und können jetzt nicht miteinander spielen.
Ja, aber so sind sie wenigstens auch sicher vor den Dummheiten, die sie selbst anstellen könnten. Die ja auch mannigfaltig sein können. Oh ja. Ah, oh, wie gesagt, wo ich gerade anfangen wollte, Kevin hatte ja auch gefragt, beziehungsweise bei mir in erster Linie, oder beziehungsweise am Anfang, ob ich nicht Interesse hätte an einer Adventure-Map. Ich weiß nicht, ob es eine ist, die er selbst gemacht hat oder einfach eine ist, die ihm gefällt. Also grundsätzlich Interesse ist da. Ich hatte ja auch gesagt, er soll das dir dann auch mal weitergeben. Mhm. Nur bei mir ist halt jetzt im Moment zeittechnisch, es ist im Moment nicht drin. Leider, leider. Ja, und oh, es wird ja auch erstmal nicht besser. Nein, also ich würde mal sagen, die nächsten 5-6 Wochen ist Zeit ja echt Mangelware. So grob. Jo. Und ja, aber sagen wir so, außer Welt ist es nicht. Ich würde sowas bestimmt mal mitmachen wollen. Ja, auf jeden Fall. Oh, da haben wir schon mal den zweiten. Müssen wir doch jemanden uns dazu suchen, der vielleicht auch auf Adventure Maps Lust hat. Ja. Vielleicht können Adventure Maps oder auch Super Hostile Maps. Was für Dinge? Super Hostile, so hier, wie heißt das? Complete the Monument? Ach, zu grüne Neune. So mit losziehen und Wolle suchen oder Schallplatten, je nachdem, wie sie es ausgelegt haben. Ach du Schreck. Ja, so. Das ist dann meine Adventure Map, an der ich ja auch mal wieder ein bisschen rumgebaut habe. Noch harmlos gegen, außer dass man da. Ja, inzwischen ist eine neue Challenge dazugekommen. Ich habe sie Glashaus genannt. Glashaus. Glashaus, ja. Okay. Ich hätte sie auch Aquarium nennen können, aber ich fand Glashaus schöner. Ja, Red Chariot darf die dann testen irgendwann mal. Ja, ich schwebe einfach nur hinter ihm her im Creative Modus und freue mir ein als Kameramann. So ungefähr. Advanced, ja. Da ist er doch. Zack. So, den wollten wir haben. So, ah, ja. Und ich habe in der Zwischenzeit ja schon ein bisschen was gebastelt. Ein paar Geothermal Generator und Advanced Alloy. Das werden wir jetzt nämlich mal brauchen. Weil brauchen wir eigentlich noch, Zwischenfrage, brauchen wir eigentlich noch viel Holz oder ist im Moment nicht so viel? Sonst würde ich jetzt mal mich in die Welt schlagen und Holz fällen. Wäre zumindest was Produktives. Eigentlich brauchen wir im Moment holztechnisch oder was anderes? So viel. Was bräuchten wir denn? Mehr Türen im Dorf. Mehr Türen im Dorf. eigentlich brauchen wir im Moment irgendwas. Ah, ja, ich habe eine Idee, was du machen kannst. Ist eine schöne Aufgabe, hast du erstmal richtig schon was zu tun, weil, danke. Ich bin schon beschäftigt. Nee, jetzt hast du gelitten, komm ran. Wir müssten sogar alles da haben, was du brauchst. Du musst es nur noch alles zusammen craften. Kommst du ran hier? Naja, denn mit dem Update ist ein neues Item dazu gekommen, was wir leider im Texture-Pack nicht haben, genauso wie das vorangegangene. Und das ist die Advanced Nano Chestplate. Ach du grüne Neune. Ja, ist leider, wie man hier sieht, ein violettes Teil, aber wenn man es trägt, hat man den Default-Skin, aber es hat ja halt keine High-Texture-Zuweisung. Das setzt sich dann zusammen aus ein paar Carbon-Plates, dem Nano-Suit-Body-Armor. Ah, so sieht's aus, geil. Hä? Du hast, glaube ich, ein TP drauf, ne? Richtig, ich habe das TP drauf. Bei dir dürfte es angezeigt werden, Advanced Richtig. Circuit und Glasfiber-Cable. Dem Advanced Electric Jetpack. Und das Ding wird wiederum zusammengebaut aus einem Electronic Jetpack, einem Advanced Labpack und Engine Boostern. Die Engine Booster sind auch wieder noch ein bisschen krass. Und das könntest du eigentlich doch uns beiden mal bauen. Dir ist klar, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Da komm, das geht. Das passt. Also gut, ich soll hin, das Advanced Nano Chestplate bauen. Richtig. Die Lab Packs für den Advanced Jetpack brauchst du ja. Naja, kannst du deins ja schon mal machen. Ach so, grüne Neune. Effektiv. Eigentlich reicht es ja auch schon, wenn du den Advanced Jetpack bastelst. Den Advanced Electronic Jetpack. Das reicht ja schon. Die Nano-Armor können wir ja zwischendurch nochmal fertig machen. Ja, können wir auch. Refined Iron. Ach du Grüne, ach je, oh je, oh je. Ja, das wird eine schöne Bespaßung. Ja, ich werde mich jetzt auch gerade mal bespaßen, denn ich muss ja noch das MFSU zusammenbasteln, dann ist der Project Table hier auch gleich frei. Und ja, zwar gut, brauchen wir als erstes Energy Crystal. Also ich glaube, dann gucke ich jetzt mal, was brauche ich denn mal als erstes? Also,
Nanosuit habe ich ja. Advanced, dafür brauche ich erstmal den Electric Jetpack. Das heißt Refined Iron, Glowstone. Das heißt, ich hole jetzt erstmal das Refined Iron und Glowstone. Wofür hatte ich denn so viele? Refined, Refined, Glowstone. Da. Glowstone. Ach, dafür, genau. Alles klar. Ich bin wieder im Bilde.